Willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titanlords. Ja, wir sind immer noch im Lager der Inquisition und werden doch mal eben hier kurz alles mitgehen lassen. Und lecker Bierchen, Gepär, Fusel, Löffel. Ja gut, Teleporterschein ist viel wichtiger. Und hier haben wir natürlich wieder noch eine Truhe und diesmal können wir sie auch knacken. Und die sagen überhaupt gar nichts, ne? Ich meine, das verwirrt mich doch ein klein wenig. Nanu? Jetzt willst du mich aber ärgern hier, ne? Aha, das ist erstmal ein Schloss, wo wir durch die Mitte anfangen müssen. Oh, sieh an, wieder eine Inquisitionsflinte. Finde ich ja super. Heilung haben wir sogar mal dabei. Aha. Finde ich ja mal auch cool. So, dann mal wieder die 9 gezückt. Haben wir hier irgendwas vergessen? Ich will es doch nicht hoffen. Ja, der Venturo sitzt hier. Mit dir haben wir auch schon geredet. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir die alle finden werden. Oh, guck mal, der Besen gehört mir. Komm her, Besen. Sehr schön. Drinnen haben wir hoffentlich nichts vergessen. Und dann wollen wir uns doch gleich direkt mal direkt den Questen widmen, die wir so dabei haben. Denn vielleicht haben wir das ein oder andere schöne Stückchen hier direkt in der Nähe, das wir umholzen können. Oder den legendären Gegenstand. Wollen wir doch mal gucken. Achso, die habe ich sogar noch alle offen. Was war das denn? Ja, wo war das denn? Wo war das denn? Nanu? Ha, bin ich falsch? Achso, Laufende? Alle? Nee, nee, Crew, Laufende. Laufende müsste richtig sein. Also wollen wir doch mal gucken. Die Crew können wir wieder schließen. Taran ist auch. Die Nebelinsel. Ja. Da wollen wir doch mal gucken. So, wo haben wir denn die ganzen Mistviecher? Einer ist da oben versteckt. Eieiei, ich sag ja, wir müssen über die komplette Insel. Und irgendwo in der Nähe sind dann auch die ganzen Trupps. Ja, das wird ein Heidenspaß. Da haben wir echt eine Menge zu tun. Aber wo ist denn jetzt hier der legendäre Gegenstand? Was war das denn nochmal? Hier, das kann auch zugemacht werden. Nee, die Tatze. Ach, hier ist die Fußkette. Markier mal die Fußkette. Wo soll die denn sein? Okay, unter uns im Süden. Aber eigentlich wollte ich erst in den Norden gehen. Hm. Wo soll die denn versteckt sein? Theoretisch könnten wir auch mal eben kurz einen Abstecher im Süden machen, ne? Weil so ein legendärer Gegenstand gibt halt nur mal einen permanenten Bonus. Finde ich eigentlich, ich sag jetzt mal gar nicht mal so verkehrt, ne? Sollen wir mal eben nach Süden laufen? Legendäre Gegenstände? Vielleicht gibt es ja auch noch einen hier. Komm her, Bäre. Du gehörst auch uns. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Sicht hier? Hm. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Pflanzen können wir noch nicht sehen. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Komm, die Bären nehmen wir auch noch mit. Gehen wir mal eben in den Süden. Würde ich auch vorschlagen und holen uns den legendären Gegenstand. Ja, genau. Droh uns mal ein bisschen, Scavenger. Und du selbstverständlich auch. So. Genau, Ende jetzt. Und Jaffa hätte uns wirklich geholfen. Der kann sich nämlich jetzt um die, ja, Toten kümmern, indem er sie plündert, oder? Hast du sie geplündert, Jaffa? Ich bin dir bei dir nicht so sicher immer. Den hast du zum Beispiel nicht mitgenommen. So, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir hier runter. Ein sehr schönes Gebiet. Oh, was? Oh, hoho, speicher mal. Was ist das denn für ein Vieh? Komm mal her. Bist du ein Snapper? Was bist du? Hallo? Ein Snapper ist das. Ach, Jack, die haben sie aber mal verändert. So, das ist Nummer 1. Komm her. Und Nummer 2 folgt zugleich, ne? Jawohl. Ach, die haben sie ja mal krass verändert. Die sind ja richtig robust geworden. Das waren ja damals immer so kleine, schnelle Viecher. Und die hatten auch keinen Kragen. Also keinen aus Fell. Wenn du wisst, was ich meine. Ja, cool. Coole, coole, coole Sache. Gehen wir mal runter. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt juckt mir noch die Nase. Ob wir da ohne Probleme jetzt mal was Schönes finden können da. Legendärer Gegenstand. Boah, hier sind aber auch fiese Viecher hier, ne? Muss man ja schon sagen. Na, hast du uns gesehen? Finde ich okay. So, komm her. Du Snapper. Snapper, Snapper, toter Snapper. Was gibt der denn? Krallenzähne und Lunge, immerhin. Und dann wieder auf die neuen wechseln. Ich brauch so Shortcut. So Schnelltasten mal dafür. Eigentlich, glaube ich, kann man das locker in der Tastatur umstellen. Muss ich mal gucken. Wenn ich das mal im Laufe der Zeit mal mache. Wen haben wir denn hier oben? Ist hier ein Lager von den Jungs? Nö, da sitzt jemand ganz anderes. Der ist aber ein Teleporterstein, das meins.
Nee, nee. Hört sich immer an, als hätten wir einen Stufenaufstieg. So, wer bist du denn hier? Mortimer, okay. Speichern. Was sehen meine müden Augen? Ein Fremder hier? Ja. Oder haben sie dich endlich geschickt, um mich zu holen? Naja. Gehörst du zur Inquisition? Sehe ich etwa aus wie ein Soldat? Wie ein Pirat. In meinem Alter überlasse ich das Kriegsspielen den Jüngeren. Nein, ich gehöre zu niemandem. Seit fast 20 Jahren warte ich nun schon auf meine Erlösung. Und immer wenn ich denke, der Moment ist gekommen, löst er sich in Luft auf. Genau wie du es tun wirst. Nanu, der will sterben oder was? Erstmal Taschendiebstahl, ne? Ist immer so ganz nett, wenn man jemanden kennenlernt, dann klaut man den am liebsten erstmal etwas. So, immerhin. Erzähl mir mehr über dich. Du bist interessiert an einer Geschichte? Ja, ja, ja. Dann will ich dir meine erzählen. Vielleicht lernst du ja aus meinen Fehlern. Dann erzähl. Komm, lass hören. Dann lass mal hören. Tja, wo fange ich an? Als ich etwa in deinem Alter war, diente ich als Matrose auf einer prächtigen Handelskogge. Doch als eine Piratengaleere in unser Kielwasser segelte, waren diese Tage vorbei. Sie stellten unser Schiff und nahmen die Ladung und einen Teil der Besatzung als Prise. Ich gehörte zu denen, die das Kommando wechseln mussten. Also ist er dann Pirat geworden, okay. Du bist also Pirat? Damals war ich einer, in der Tat. Und seinerzeit war die Piraterie noch ein einträgliches Geschäft. Wir bestahlen Edelleute, Händler, Adlige. Ja, selbst eine Galeere des Königs fiel uns zum Opfer. Am Höhepunkt unseres Treibens hatten wir alles. Und doch nichts. Je mehr wir erbeuteten, desto größer wurde die Zahl unserer Verfolger. Ja. Wie es aussieht, bist du ihnen entkommen. Das bin ich. Doch der Preis der Freiheit war hoch. Unser Kapitän musste ständig den Kurs ändern, um die Oberhand zu behalten. Wir verschwanden in eine Nebelbank. Obwohl wir um die Gefahr von Untiefen wussten. Doch dieser Nebel war anders. Er wurde immer dichter und es wurde still. Totenstill. Bis die Stille durch ein lautes Krachen unterbrochen wurde. Unser Schiff hatte Leck geschlagen. Tja, das passiert dann, ne? Und was ist dann passiert? Tja, diese Insel ist passiert. Und sie hat Mann und Maus zu sich geholt. Seitdem vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, ich wäre niemals Pirat geworden. All das Gold hat uns nur Unglück gebracht. Okay, das reicht mir schon. Schade. Wirklich schade. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Dafür will ich mich bei dir bedanken. Hier, für dich. Och, danke schön, Rubin. Aber danke schön, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ich finde sowas super. Du lebst seit 20 Jahren auf dieser Insel? Leben. Nein, Leben kannst du das nicht nennen. Es war ein Überleben. Mit der Angst als ständigem Wegbegleiter. Hier findest du keine Schätze. Nur Tod und Verderben. Naja, Schätze finden wir dennoch bestimmt, weil irgendjemand war doch bestimmt hier. Wenn du willst, bringe ich dich in Sicherheit. Genau, ich wollte gerade sagen, es muss so eine Möglichkeit geben, ihn irgendwie zu retten. Wenn du willst, bringe ich dich in Sicherheit. Du? Mich? Ja. Wie willst du das anstellen? Naja, einen weiteren Matrosen? Na, nee, der hält ja nichts von der Piraterie, ne? Ich weiß ja nicht. Eigentlich könnten wir ihn mitnehmen. Oder erstmal fragen wir ihn, ob er Bock hat auf die Inquisition. Wenn nicht, dann nehmen wir ihn als Matrosen mit, oder? Obwohl... Na komm. Ich könnte einen weiteren Matrosen gut gebrauchen. Vor 20 Jahren hätte ich noch per Handschlag eingewilligt. Aber heute... Nein, die Aufregung ist nicht gut für meine Knochen. Gut. Die Inquisition ist hier vor Anker gegangen. Wie wäre es damit? Na schön. Ich vertraue dir. Wenn du mich sicher zu ihrem Kommandanten führst, habe ich etwas für dich. Mhm. Eine Karte, auf der die Stelle markiert ist, wo das vergraben liegt, was unsere Crew vom Schiff retten konnte. Oh ja, das finde ich doch cool. Das finde ich doch richtig gut. Nee, die Karte mit Gewalt abnehmen, ja. Nee, nee, nee. Mir nach. Ich bringe dich hier weg. Gut. Aber mach bitte keine Umwege. Nein. Am besten ist es, wenn du mich direkt zu ihrem Kommandanten führst. Jaffa strengt sich doppelt an, wenn böse Gotzos kommen. Nett von dir, Kleiner. Weißt du,
In all den Jahren hat man viel Zeit zum Nachdenken. Wenn du jung bist, dann kannst du die Taschen gar nicht voll genug kriegen. Oh, aber ja. Je älter du wirst, umso mehr gewinnen andere Dinge an Wert. Konnte ich unser Beutegut essen? Nein. Würmer und rohen Fisch Tag ein, Tag aus. Du hast Würmer gegessen? Ja. Und du willst nicht wissen, wie die geschmeckt haben. Nee. Aber genug geredet. Mir geht langsam die Puste aus. Ja, aber so ist es halt auch wirklich, muss man ja ehrlich zugeben. Ich meine, ich habe halt auch schon meine 30 auf dem Buckel. So schön es auch klingt. Ich meine, ich bin 30 Jahre alt jung und andere Sachen werden irgendwann wichtiger. Ne? Ich finde das sehr schön, dass die Geschichte hier in Risen 3 doch sehr auf das reale Leben bezogen ist. Ne? Das sind tolle Geschichten, gebe ich ehrlich zu. Haben sie echt schöne Geschichten mit eingebaut. Und sehr, sehr weise wieder gesprochen, meine Güte. So, dann kommen wir mit. Der Weg ist nämlich frei. Hat sich also doch gelohnt, dass wir erst nach Süden gegangen sind. Und da wollen wir den doch mal direkt zum guten... Ich sage dir, hier zu siedeln macht überhaupt keinen Sinn. Kommandanten bringen. Mann, das ist vielleicht ein Kahn, der hier vor Anker liegt. Schön, ne? Meinst du wirklich, die lassen einen alten Knacker hier in Ruhe? Ach, bestimmt. Wenn ja, dann, dann hauen wir die um. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Versprochen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Die Götter selbst müssen dich geschickt haben. Hier, ein alter Pirat hält sein Wort. Da hast du die Karte. Du hast sie dir verdient. Ich wünschte, ich könnte dir mehr geben, aber mehr ist mir nicht geblieben. Ach, kein Problem. Dankeschön. Dürfen Soldaten denn keine Angst? So. Und zwar... Was hältst du von Mortimer? Na, was soll ich schon von ihm halten? Der hat doch sicher so viel auf dem Kerbholz, dass er hinter Schloss und Riegel gehört. Und nur weil er alt ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ihm alles durchgehen lasse. Wenn sich die Lage beruhigt hat, wird er unserer Gerichtsbarkeit überstellt. Naja, komm. Er bereut seine Fehler. Nee, komm. Nee, ich glaube, wir applaudieren mal auf sein Gewissen, oder? Menschlichkeit bedeutet dir wohl nichts. Da irrst du dich. Du hast wohl vergessen, dass die Inquisition für das Überleben der Menschheit streitet. Dann geh mit gutem Beispiel voran und stell Mortimer unter deinen Schutz. Nun gut. Ich will deine Worte achten. Super. Ab sofort ist es ihm gestattet, sich frei zu bewegen. Darüber hinaus soll er, wie jeder meiner Männer, eine tägliche Essensration erhalten. Es steht dir frei, ihn davon in Kenntnis zu setzen. Dankeschön. Genau das habe ich mir nämlich vorgestellt. Coole Sache. Und zwar? Carlos wird dich in Frieden lassen. Jungchen, du hast was drauf. Ja. Und es beschämt mich, dass ich dir nichts mehr geben kann. Brauchst du nicht. Dank dir kann ich in Würde altern. Tja, bitte, bitte. Seele plus eins, ja. Gut sein hat auch mal... Ja, gut sein hat seine guten Seiten. Nee, was Gutes tun in dem Sinne, Mensch. So, Jaffa, wir können weiter. Wie sieht's denn aus? Wird schon dunkel? Ich sehe noch keine Sterne. Eigentlich sehe ich gar nichts, ne? Aber es macht irgendwie den Anschein, aber ich glaube, es ist noch hell genug. Ansonsten legen wir uns mal eben kurz bei dem guten alten Männe hin. Nanu? Achso, da ist ein Lagerfeuer. Da ist wahrscheinlich wieder so ein Trupp der Inquisition. Aber ich will doch jetzt erstmal den legendären Gegenstand mir holen. Bevor wir ja weitergehen. Und dann möchte ich doch eigentlich gerne im Süden mal anfangen zu suchen. Aber wie schön ist das auch gemacht, ne? Mit den ganzen... Ach, das ist so herrlich hier. Jaffa, wenn wir uns mal alle... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir uns mal alle hier niederlassen, dann haben wir auf jeden Fall endlich unsere Ruhe. So. Nummer 1. Na, jetzt visier schon den anderen an. So. Und der nächste. Ah, siehst du, ich sag doch. Ja. Jaffa kloppt mit drauf. Gefällt mir. Genau, plünder du den mal. Kannst uns ja später geben. Aber ich habe noch keinen Gegenstand gefunden, da ich euch das Geheimnis zeigen kann mit dem guten Jaffa. So, und wir sind, glaube ich, jetzt echt nah, ne? Ja, zumindest macht es den Anschein. Gib mir mal die 9. Was haben wir da? Eine Blutwurzel. Ja, komm mal her. Nehmen wir doch gerne mit. Ein Brunnen? Nanu? Ich sag doch, ihr wart ein paar Siedler. Wer nicht weiß, welchen Weg er gehen soll, bleibt auf der Stelle stehen. Ja. Netter Spruch. Ist der von dir? Jip, jip. So, selbst vom Jaffa.
Ach, guck mal, sieh mal an. Da haben wir noch einen Teleporterstein. Finde ich ja extrem cool. Und natürlich noch so ein Mistvieh. Ja, Goldklee ist da auch. So, na, schön. Der hat gesessen. Dann wollen wir den natürlich auch mal eben kurz aktivieren. Fingerblatt nehmen wir auch mit. Jawohl, Schafauge. So viele gute Pflanzen wieder hier. Das freut mich doch. Und zwar... Geht doch. Ja. Epische Musik. Und da ist noch eine Pflanze. Ich sehe das Fingerblatt. Ich sehe es. Da ist noch ein Fingerblatt, ne? Habe ich recht? Ja. Ne, Klingenblatt. Sogar Klingenblatt. Gar kein Fingerblatt. Ist ja sogar noch viel, viel besser. So, noch irgendwie was Schönes versteckt hier. Na, sieht nicht danach aus. Aber ich glaube, es wird doch da. Da sind die Sterne. Okay, ich habe die Sterne gesehen, Freunde. So viel Zeit haben wir dann auch wiederum schon nicht mehr. Schade. Dann, wir müssen uns eh nur angucken, wo dann auch der Schatz versteckt ist, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier ist ein Schiff. Ja, ich sehe schon. Hier ist ein Schiff kaputt gegangen, ne? Da oben soll es sein, die Fußfessel. So, wollen wir uns das mal eben kurz holen und dann können wir uns eigentlich direkt mal umgucken wegen... Ah, komm. Jetzt sag mir nicht, du kannst da oben nicht hoch. Jawohl, wollte gerade sagen. Und dann müssen wir uns eigentlich direkt mal angucken, wo der Schatz ist, ne? Nanu, wie kommt man denn da am besten hin? Ich hoffe, ich mache hier gerade nichts Verkehrtes. Speicher mal. Ach nee, der ist doch unten drin. Ach Mist, verdammt. Ja gut, dann nochmal Kommando zurück. Jaffa, komm wieder zurück. Jetzt sag mir nicht, da ist ein Kristallportal, ne? Das sieht so von Weitem aus. Die haben ja immer so einen komischen Totenschädel. Aber eigentlich, na, kann ja nicht sein, ne? Eigentlich. Jafar. Jafar, okay. Ich wollte gerade sagen. Jafar hat sich doch nicht verirrt, ne? Ah, guck mal, ein Äffchen. Nanu, ein Feuer. Hallo? Ich höre hier auf jeden Fall, was es die Frage ist, ob es gut ist oder schlecht ist. So, die Voodoo-Puppe, komm mal her. Mal wieder einen netten Zauber. Papageienflug erhalten. Ja, sehr schön. So, haben wir noch was Schönes? Hm, das Fingerblatt. Ja, es sieht fast identisch aus. Ach, guck mal hier. Pfeife, Krug. Hier müsste es sein. Ja, zumindest fast. Gib mal her, das Zeug hier. Nee, nicht die Ratte. Wie, keine Gabel? Eine Bank? Ja. Können wir uns hinsetzen. Wollen wir aber nicht. So, Löffelchen, Messerchen, Krug. Wieder. Da ist ein Goldsack. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Jaffa, guck mal. Da liegt ein Goldsack, Jaffa. Jetzt sag mir nicht, du siehst den nicht, mein Freund. Komm hier rüber. Hast du ihn eingesammelt? So, und der Jafar hat jetzt den Goldsack eingesammelt, Freunde. Und, ah, da ist er. Ja, wir haben sie. Wunderbar. Und das Geheimnis mit dem guten Jafar ist, was ich euch zeigen kann. Der normale Goldsack gibt uns, glaube ich, 50 Gold müsste es sein, ne? Den Jafar da dann immer erbeutet. Komm mal her. Und wenn wir den nämlich jetzt ansprechen... Arme Ali. Jaffa hat seinen Schützling einfach zurückgelassen. Oh, macht dir keine Jaffa Sorgen. Jaffa war selbstsüchtig. Hätte Alis Ausbildung niemals aufgeben dürfen. Unsinn. General Magnus ist jetzt sein Meister und kümmert sich um ihn. Ja, Jaffa weiß, aber macht sich trotzdem Sorgen um Ali. Sag mir lieber, ob du wieder Gold gefunden hast. Oh ja, und weil Captain so eine gute Seele ist, gibt Jaffa es auch gerne her. Und da haben wir 125 Gold erhalten. Ja, das war aber nicht das Eigentliche, denn, hier. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Okidoki, du bist der Captain. Und der gibt uns für einen kleinen Geldbeutel nämlich dann schon 2500 Gold. Also zumindest für einen normalen Geldbeutel. Und der Jafar hat nämlich das letzte Mal, wo wir uns gewundert haben, wegen den 10.000 Goldstücken, einen schweren Goldsack wohl aufgehoben, wo ich mich verwundert habe, wo der eigentlich hin war. Und der Jafar hat den eingesammelt. Und es ist letzten Endes tatsächlich so gewollt, ne? Also nicht nur mit dem Krämer, dass man sich unendlich Gold nun mal erkaufen kann, wenn man viele Wertgegenstände verkauft und wieder einkauft, sondern auch mit dem guten Jafar, wenn man mit dem unterwegs ist. Aber was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Viele böse Orte hier. Gnome würden hier niemals in der Erde graben. Besser bleibt von Erde bedeckt, was in ihr schläft. Hm, dafür haben die Soldaten wenigstens ein paar Münzen in der Tasche. Super, also wir werden durch den Jafar auf jeden Fall reich und
Das ist auch eine nette Sache, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt legen wir uns aber nochmal hin. Oh nein, verdammt, wir gehen schon wieder ins Schattenreich. Naja gut, dann machen wir das auf jeden Fall noch mit. Haben wir wieder einen NPC hier oder ist das einfach wieder nur so ein Schattenreich hier? Hm, okay. Wir laufen bestimmt so und so wieder in irgendein Monster rein. Könnte ich drauf wetten. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter und hier kommt jetzt ein Monster. Na komm, zeig dich, du Mistvieh. Ich weiß ja nicht, wie viel Seelenstaub wir jedes Mal einsammeln können. Diesmal ist es auf jeden Fall mehr. Komm, gib mal her hier. Aber hier hört es dann schon auf, glaube ich, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es ein Timer ist oder so, aber irgendwann ist auch Ende im Gelände. Spätestens jetzt, wenn wir da oben hochgehen. Da kommt eins jetzt. Und ich will mich aber nicht erschrecken, aber ich werde mich wahrscheinlich wieder erschrecken. Na komm schon, wo bleibst denn? Du hässliches kleines Monster. Sag ich doch, da ist er. Ja. Ich fange langsam an, mich an diese Albträume zu gewöhnen. Kein gutes Zeichen, oder? Naja, wer weiß. Wir wollen bis zum nächsten Morgen schlafen, damit es wieder schön hell für uns ist, damit wir auch alle sehen können. Und irgendetwas schnarcht hier. Dreck gegenüber, ne? Und ich will nicht hoffen, dass wir es sind. So, wir laufen raus, Freunde, und beenden diesen Part dann schon wieder leider hiermit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.